Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zu einem neuen Video von mir eingeschaltet hast. Ja, da dir mein letztes Food Diary so super gut gefallen hat und es überall so super angekommen ist, habe ich hier mein zweites Food Diary für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Video und bleib am besten bis zum Ende dran, denn ich habe Neuigkeiten für dich. Ja, hallo zusammen. Heute ist Montag und ich starte ein neues Food Diary. Und zwar habe ich jetzt verpasst, mein Frühstück zu filmen. Es gab einfach einen Joghurt mit ein bisschen Süßstoff und eine Banane. Und da das Frühstück noch nicht so lange her ist, habe ich auf meine Paprika verzichtet, weil ich halt wusste, dass ich ja in ein paar Stunden schon wieder Mittag esse. Und das hier ist jetzt mein Mittagessen. Und zwar ist das hier ein Balsamico-Dressing, dann ein Salat aus Pflücksalat und Feldsalat. Das habe ich mir gestern Abend einfach noch ein bisschen abgewaschen. Dann habe ich mir hier Mozzarella-Klein auseinandergezupft. Hühnchenbrust mit Zucchini und Paprika, das ist da drunter. Und ja, das ist dann mein Paprika von heute Morgen, was ich dann gleich einfach noch esse. Und ich lasse mir das Ganze jetzt schmecken. Das Ganze dann fertig aus, einfach alles schön durcheinander gemixt. So ihr Lieben, jetzt ist es Montagabend und wir haben gerade unser Abendbrot ja, fertig gemacht, beziehungsweise es gibt Salat. Genauso wie heute Mittag quasi den Rest mit Mozzarella und Paprika, Zucchini, Zwiebeln, alles ein bisschen angebraten, angeschmort und dann eben zum Salat dazu. Und dazu teilen wir uns gleich ein paar Chicken Wings. Hallöchen und guten Morgen. Es ist heute Dienstagmorgen und ich ja, mache weiter mit dem Food Diary. Und zwar gibt es heute Morgen wieder einfach Joghurt mit einer Banane. Die habe ich mir da gerade reingeschnitten. Ich habe in den Joghurt so ein ganz bisschen Süßstoff reingemacht. Einfach ja, damit das nicht ganz so bitter schmeckt. Und das ist der 3,5%ige Joghurt. Dazu gibt es dann gleich noch ein paar Nüsse. Und zwar nehme ich mir dann einfach so eine Handvoll von diesen Cashewkernen. Jetzt ist es mittags. Ich esse jetzt Kidneybohnen mit Hühnchenbrust. Einfach ganz normal in der Mikrowelle warm gemacht. Das Hühnchen habe ich mir gestern Abend schon vorgebraten. Und ich lasse es mir jetzt schmecken. So, jetzt ist es Abend, Dienstagabend. Und wir machen heute Blumenkohlpüree mit Kassler. Erstmal setze ich jetzt Wasser auf, damit das erstmal ein bisschen kocht. Pack dann den ganzen Blumenkohl da rein. Und der muss erstmal richtig schön durchgaren und weich werden. Dann wird er püriert mit etwas Sahne. So sieht das Ganze dann fertig aus. Mein Freund hat glücklicherweise gekocht. Und zwar ist das jetzt einfach Kassler angebraten. Und dann haben wir das Blumenkohlpüree mit ein bisschen Frischkäse. Frischkäse, so Frischkäsesahne und ein bisschen Milch und Gewürzen püriert. Und das ist jetzt das Ergebnis. Guten Morgen, heute ist Mittwochmorgen, ca. 8 Uhr. Und bei mir gibt es heute einen Shake zum Frühstück. Und zwar einen Himbeer-Banane-Shake mit Milch. Und ein klein wenig Süßstoff sieht man jetzt leider nur sehr schlecht. Und dazu gibt es eine Handvoll Cashewkerne und das ist dann für heute mein Frühstück. Ja, jetzt ist Mittagszeit. Es gibt heute einfach Brot mit ein bisschen Käse drauf und eine rote Paprika. Es ist jetzt heute Mittwochabend und wir machen heute etwas Neues und zwar eine Spinat-Hackpfanne. Und da kommt rein natürlich Hackfleisch, dann Zwiebeln, Spinat, ein bisschen Reis werden wir kochen und ansonsten kommen da Gewürze rein und dann schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Donnerstagmorgen und ganz unspektakulär gibt es heute wieder eine Handvoll Cashewkerne und ja, meinen Joghurt mit Banane und ein klein wenig Süßstoff. Also wirklich nichts Besonderes. Ja, heute Mittag hatte ich leider überhaupt keine Zeit zu filmen, weil ich im Auto während der Fahrt gegessen habe. Ja, ich weiß, nicht so super. Aber es gab Brot mit einer Möhre, die ich mir gestern Abend noch vorher geschält habe. Und jetzt hat mein Freund Nudeln gekocht und jetzt gibt es einfach die Spinathackpfanne von gestern Abend dazu. Das Ganze dann natürlich etwas durcheinander gemischt aus. Sieht zumindest schon mal lecker aus. Heute ist Freitagmorgen, die Woche ging blitzschnell um und zum Frühstück gibt es heute wieder Joghurt mit Banane, eine Karotte und eine Handvoll Nüsse. Diesmal sind die auch so ein bisschen geröstet und leicht gesalzen. Für mich gibt es heute Mittag zwei Scheiben so Graubrot mit mittelaltem Gouda und eine Tasse Milch. Hier gehe ich mir zwischendurch ein paar Knusperbrezel. Abendbrotzeit und wir sind eigentlich auch schon fast fertig. Und zwar haben wir Partybrötchen und Pizzabrötchen gemacht. Das ist einmal hier so
ein Pizzabrötchen mit Schinken und Käse und Sahne gemischt und so Paprika aus dem Glas. Und da drüben seht ihr dann einfach Brötchen mit Hackfleisch und Käse überbacken, das Ganze war im Ofen und war auch sehr lecker. Ja, es ist jetzt eigentlich schon kurz nach drei. Irgendwie ist das Frühstück heute Morgen nur mit jeweils einer halben Banane ausgefallen für meinen Freund und mich. Wir waren jetzt eben schon einkaufen und frühstücken jetzt. Und zwar hat sich jeder hier so ein etwas anderes Teil, sage ich mal, rausgesucht. Ich habe eine Brezel und mein Freund irgendwie irgendwas mit Käse überbacken. Dazu haben wir jetzt einfach für jeden so ein normales Brötchen noch geholt. Und dann gibt es halt Aufschnitt. Und ja, wir lassen es uns jetzt schmecken. Wenn wir da heute irgendwie mega, mega Lust drauf hatten, gibt es jetzt noch ein Stück Torte. Und zwar ist das diese Mousse au Chocolat-Torte. Sieht auf jeden Fall mega, mega gut aus. Zum Film hat mein Freund jetzt nochmal Pizzabrötchen gemacht. So richtig Hunger habe ich keinen. Ich weiß noch nicht, ob ich was davon esse. Es ist Frühstückszeit. Bei uns gibt es heute Morgen wie fast jedes Wochenende Brötchen. Heute ausnahmsweise auch mal normale Weizenbrötchen. Einfach mal, um so ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ansonsten gibt es dazu eine Paprika und halt so ein bisschen Käse und Wurstaufschnitt. Und ja, das ist unser Frühstück heute. Schön und lecker war, gibt es heute noch den Rest Torte. Der letzte Part von meinem Food Diary erreicht. Und zwar hat mein Freund uns jetzt selbstgemachte Burger gemacht. Und zwar mit Hühnchenbrust, Käse und Salat und so einer Salat-Mayonnaise. Und ja, mit Kürbiskernbrötchen. Und heute Morgen hat die Waage sogar minus 1,4 Kilo angezeigt vom letzten Wiegen. Das war Anfang der Woche. Also hat das Essen von weniger Süßigkeiten auf jeden Fall was gebracht und von weniger Kohlenhydraten. Das ganze Essen war wirklich sehr, sehr lecker und ich habe mich tierisch gefreut, dass jetzt wirklich schon wieder 1,4 Kilo runter sind. Na gut, die Neuigkeiten hast du vielleicht auch schon mitbekommen. Und zwar ist es so, dass ich jetzt ja jeden Freitag ein Video hochlade, so wie es eben schon von Anfang an feststand. Und manchmal auch mittwochs, wie zum Beispiel jetzt auch heute dieses Food Diary. Ich hoffe, du hast Spaß daran und freust dich darüber, manchmal mehr als einmal die Woche ein Video von mir zu sehen. Gib mir gerne Feedback unten in den Kommentaren. Ansonsten blende ich dir hier jetzt nochmal die 5 Ursachen von Übergewicht ein und auch nochmal mein letztes Food Diary. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!